Das heißt, wir wollen auf jeden Fall, das kann ich zumindest für uns sagen, wir wollen auf jeden Fall im nächsten Jahr mindestens die Entkriminalisierung und den Eigenanbau erreicht haben. Es wird an den Gesetzentwurf gegangen und dieser Gesetzentwurf wird allerdings dann nicht im Dezember, sondern wohl im ersten Quartal, spätestens im März zu erwarten sein, der sogenannte Referentenentwurf. Damit stimmt natürlich das, was alle sagen. Wir halten an der Stelle nicht Wort. Unser Zeitplan sozusagen verschiebt sich. Das ist für uns durchaus ärgerlich. Puh, okay, also darauf. Oh, hey Leute, schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo es sich nämlich rund um das Thema der Legalisierung in Deutschland dreht und es in der Zukunft gesehen natürlich auch alle weiteren Infos gibt, also wann und auch wie Cannabis im Endeffekt dann legal wird. Puh, ja, was soll ich euch dazu noch sagen? Also im letzten Video habe ich euch noch angekündigt, dass wenn der Gesetzentwurf rechtzeitig fertig wird, dass die Legalisierungspläne sich dadurch nicht verschieben werden. So kam schon ein paar Tage später die Nachricht, dass die Cannabis-Legalisierungspläne, also der Gesetzentwurf, sich ein wenig nach hinten verzögert, also auf März bis, ja, eventuell Mai. Was die Pläne natürlich auch ein wenig nach hinten schiebt, also die Legalisierungspläne wahrscheinlich nicht mehr 2023 umgesetzt werden können und auch der Start Anfang 2024 in Gefahr steht. Wo ich mir persönlich ehrlich gesagt einfach nur das hier dachte. Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler? Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler, Walla? Ja, also so war zumindest erstmal mein erster Gedanke, weswegen ich euch auch die Aussagen von Carmen Wegge und auch Dirk Heidenblut aus der SPD zusammengefasst habe, die sich nämlich nochmal über die Verzögerung und auch das Legalisierungsvorhaben geäußert haben und die ganze Sache auch mit dem EU-Parlament sowie auch die Entkriminalisierung besprochen haben, die nämlich eventuell sogar mit dem Gesetzesentwurf kommen könnte. Also wir schon mal legal anbauen können und auch legal konsumieren. Also bevor die Legalisierung überhaupt stattfindet. Und wir daher auch mal in die relevanten Szenen heute reinschauen, die ich euch natürlich deswegen auch einmal zusammengeschnitten habe. Wenn der Eigenanbau 2023 legal ist, da könnte man ja direkt einmal googeln. So. Oh! Jag mich nicht, ich will nicht laufen! Ich bin voll mit Schocki! Ja, also wie viele vielleicht nicht wissen, ist man im Incognito-Browser nicht wirklich inkognito und die IP-Adressen werden überall hingeteilt, also wohin auch immer, weswegen es durchaus möglich ist, dass so etwas hier wirklich passieren könnte, weswegen es halt wichtig ist, seine IP-Adresse zu schützen und somit halt auch die Daten, die man ins Internet reingibt. Womit dann auch der heutige Sponsor ins Spiel kommt, und zwar ExpressVPN, die nämlich einen VPN-Service anbieten, die genau diesen Datenverkehr verschlüsseln, also keiner mehr mitbekommen kann, was ihr denn dort eigentlich googelt. Also falls euch eure Daten sowie auch eure Privatsphäre wichtig sein sollten, dann checkt doch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, denn dort bekommt ihr bei einem 12-Monate-Abo nochmal als Zuschauer dieses Kanals hier 3 Monate obendrauf. Vielen Dank jedenfalls schon mal für eure Aufmerksamkeit und generell, dass ihr immer so aktiv dabei seid. Doch nun würde ich sagen, ist mal genug mit dem Gerede und wir schauen direkt mal ins Thema rein. Und zwar den Aussagen von Dirk Heidenblut und auch Carmen Wegge zum Thema der Legalisierung, die sich nämlich seitens der SPD um das Thema kümmern und somit auch immer Status-Updates geben, also wie es momentan läuft und was auch Karl Lauterbach macht, der dabei ist, einen Gesetzesentwurf zu entwerfen, sodass die Legalisierung endlich umgesetzt werden kann und auch im EU-Parlament besprochen werden kann, der aber leider ein wenig auf sich warten lässt, worüber dann Dirk Heidenblut und auch Carmen Wegge ein wenig auf den Laufenden halten. Also checken wir doch direkt mal die Szene ab. Für all die, die uns jetzt zuschauen, bekannt ist ja schon, dass es sozusagen jetzt nicht so laufen wird, wie übrigens auch angekündigt, nämlich dass wir auf eine Rückmeldung der EU warten, bevor wir an den oder bevor das Ministerium an den Gesetzentwurf geht. Das ist inzwischen verworfen. Es wird an den Gesetzentwurf gegangen und dieser Gesetzentwurf wird allerdings dann nicht im Dezember, sondern wohl im ersten Quartal, spätestens im März zu erwarten sein, der sogenannte Referentenentwurf. Damit stimmt natürlich das, was alle sagen. Wir halten an der Stelle nicht Wort. Unser Zeitplan sozusagen verschiebt sich. Das ist für uns durchaus ärgerlich. Aber nach all dem, was wir auch in der Expertenbefragung gehört haben, auch nicht
völlig verwunderlich und es verschiebt das ganze Jahr nun nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern wir reden über rund 3 Monate. Ich weiß, für diejenigen, die jetzt verfolgt werden, schwer und auch schwer zu ertragen, aber es ist immer noch so, dass wir den Entwurf eindeutig und klar verfolgen und dass das Ministerium ihn vorlegen wird und jetzt halt spätestens im März. Wenn es nach mir geht, je eher, desto besser. Ich würde auch sagen, das könnte durchaus im Januar oder Februar klappen, aber das muss man dann nochmal sehen. Kam, wie siehst du die Verschiebung? Was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass jetzt wieder 6, 7, 8 Ministerien an diesem Entwurf arbeiten und alle müssen quasi ihre Punkte zuliefern und dann muss man das nochmal einmal glatt ziehen. Und deswegen dauert das ein bisschen länger als bei einem normalen Gesetzesentwurf, würde ich jetzt sagen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, gehen wir ins EU-Notifizierungsverfahren oder nicht. Aber was wir zumindest schon sagen können, und davon gehe ich aus, dass wir das dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, nächstes Jahr, also 2023, wir sind ja schon fast im 2023, im Parlament haben werden. Und das ist schon mal eine gute Nachricht, weil das stand ja zwischenzeitlich auch mal in den Sternen. Und das ist gut. Tja, also so sieht es momentan leider aus. Der Gesetzesentwurf verzögert sich, da einige Ministerien noch damit beschäftigt sind, was selbst innerhalb der Legalisierungsfront zu Kritik führt, so wie beispielsweise jetzt von Carmen Wegge und auch Dirk Heidenblut aus der SPD, die sich nämlich, wie schon am Anfang erwähnt, wie kein anderer aus der SPD für die Legalisierung einsetzen und sogar noch etwas anderes fordern, beziehungsweise noch etwas anderes als Möglichkeit sehen, und zwar die Entkriminalisierung vor der Legalisierung, also dass wir eventuell schon legal anbauen können, bevor das Gesetz eigentlich in der EU verabschiedet worden ist, beziehungsweise ob sie ihr Okay geben oder aber auch ihr Nein. Weswegen ich euch mal die Aussagen von Dirk Heidenblut und auch Carmen Wegge zusammengefasst habe, die nämlich über die Entkriminalisierung und auch den Gesetzesentwurf geredet haben, was laut ihren Aussagen sogar Hand in Hand gehen könnte. Und ja, ich verstehe, dass das mit der Entkriminalisierung viele massiv umtreibt. Ich glaube nach wie vor felsenfest, wenn wir die Entkriminalisierung vorziehen, dann ist das im Zweifel ein Problem für den Legalisierungsprozess. Ich glaube aber auch felsenfest, wir können jetzt nicht jahrelang warten und auch nicht das ganze nächste Jahr abwarten, um am Ende nicht mal eine Entkriminalisierung zu haben. Wir können die Menschen nicht weiter verfolgen, wir können dieses Unrecht nicht weiter laufen lassen. Und kommt immer wieder die Frage auf, Entkriminalisierung zu Beginn des Gesetzes, was heißt denn zu Beginn des Gesetzes? Also dann doch davor oder als erster Abschnitt, aber eigentlich kommt trotzdem alles erst 2025 oder bevor der Bundesrat zustimmt. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, willst an der Stelle. Dann würde ich dir jetzt das Wort geben dafür. Ja, kann ich sehr gerne machen. Das ist ja was wir beide schon häufig gesagt haben. Die Entkriminalisierung muss schneller kommen als die Legalisierung. Und wenn man in so einem Gesetzgebungsverfahren ist, dann beschließt das Parlament dann ja in der zweiten, dritten Lesung so ein Gesetz und dann tritt es irgendwann in Kraft. In der Regel quasi, wenn der Bundesrat zugestimmt hat, wenn der Bundespräsident dann sein Zeichen drunter gesetzt hat und so. Und was man aber auch für Möglichkeiten hat, ist, es sind ja nur Teile des Gesetzes Bundesrats zustimmungspflichtig. Und man kann auch verschiedene Dinge zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten lassen. Und das ist was, was wir auf jeden Fall wollen. Wir wollen quasi, dass die Entkriminalisierung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt in Kraft tritt, nachdem wir das Gesetz im Bundestag beschlossen haben. Und was ich, glaube ich, auch sagen kann, also das heißt dann schon früher, als dass man dann die ganzen Shops und die Lizenzen beantragt hat, sondern wir wollen das so schnell wie möglich, das heißt schon davor. Was uns wichtig ist, wenn dieses Gesetz jetzt geschrieben wird, dann muss es so konzipiert sein, dass man im Zweifel, also wenn man merkt, wir gehen ins Notifizierungsverfahren, wir kommen mit der Produktion im Anbau und so aufgrund von Europa und Völkerrecht nicht weiter, dass man auch Teile dieses Gesetzesentwurfs abspalten kann und sie schon schneller durchs Parlament bringt. Weil für Eigenanbau, Entkriminalisierung und auch die Führerscheinfrage brauchen wir keinen Bundesrat und brauchen wir auch keine EU.
Okay, also wenigstens da bleibt noch Hoffnung, also dass das Ganze vielleicht ein wenig zumindest in diese Entkriminalisierungsrichtung besser läuft. Also wir das Ganze auch noch ein wenig vor der Legalisierung erleben, so wie es Carmen Wegge ausgedrückt hat. Doch der genaue Zeitpunkt, der steht leider noch nicht fest. Was sicherlich aber auch im Endeffekt daran liegt, wie man sich die Entkriminalisierung vorstellt. Also ob man dann Pflanzen zu Hause erlaubt, wie viele und bis ja wie viel Prozent THC. Oder aber auch einfach nur den Konsum legal macht. Beziehungsweise einfacher und eventuell nicht mit dem Bundesrat zusammenhängt, wie Carmen Wegge auch schon gesagt hat. Doch aber das Wichtigste für mich war eigentlich die Aussage von Dirk Heidenluth, der nämlich gesagt hat, dass Konsumenten nicht weiter verfolgt werden dürfen und das Unrecht endlich ein Ende haben muss. Wobei ich ihm absolut zustimme, denn das läuft schon viel zu lange. Aber was ihr darüber denkt, könnt ihr mir gerne mal hier unten in Kommentarform da lassen. Doch wie sieht das nun aus, wenn wirklich alle Stricke reißen, also die EU auf sich warten lässt und das ganze Vorhaben eventuell nicht mehr in dieser Legislaturperiode fällt? Also was wird man dann unternehmen? Also die Frage, wird dann alles bleiben so, wie es schon immer war und Konsumenten halt weiter verfolgt werden? Zu diesen Fragen hat jedenfalls Dirk Heidenluth noch eine Antwort, die überraschenderweise positiv ausfällt. Also checken wir sie direkt einmal ab. Wir wollen im nächsten Jahr an irgendeiner Stelle Nägel mit Köpfen machen. Entweder ist klar abzusehen, dass das Ganze in einem Prozess so gestrafft und erreicht werden kann, dass wir das Gesetz ins Parlament und, ich sage für dich, deutlich dazu verabschiedet kriegen im nächsten Jahr. Dann wird es genau so kommen, Karl, wie du das angesprochen hast. Die Entkriminalisierung ist sozusagen der erste Part. Der kann faktisch sofort in Kraft treten, sobald das Gesetz verabschiedet ist. Der Rest muss ja noch den Aufbau der Angebote, muss die Anbauregelungen und Ähnliches umfassen. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Das kann dann natürlich ins Jahr 2024 gehen. Der zweite Punkt wäre aber, wir stellen fest, das dauert nun wirklich einen längeren Prozess innerhalb der EU-Abstimmung. Dann müssen wir die Teile, die möglich sind, rausklammern und müssen dafür sorgen, dass die dann im Zweifel aber kamen, wenn ich das richtig sehe, doch als eigenes Gesetz ins Parlament kommen, weil dann geht es eben nicht mehr in einem Gesetz. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall, das kann ich zumindest für uns sagen, wir wollen auf jeden Fall im nächsten Jahr mindestens die Entkriminalisierung und den Eigenanbau erreicht haben. Und das muss im nächsten Jahr kommen. Und entweder als Teil des Gesamtgesetzes, das wäre die Idealvorstellung, oder es muss im Zweifel als isolierter Teil kommen. Und es gibt ja theoretisch auch noch ein paar weitere Alternativen. Also ich sag mal, bundesweites Modellprojekt zum Beispiel oder ähnliches mehr, die man andenken kann. 2023 muss das Jahr werden, in dem tatsächlich Fakten geschaffen werden. Und zwar in die eine oder andere Richtung, aber es müssen Fakten geschaffen werden, damit wir endlich weiterkommen mit einer vernünftigen Drogenpolitik. Also das ist doch meine Aussage. 2023 sollen dann endlich Fakten geschaffen werden. Also egal, in welche Richtung es dann hinauslaufen sollte. Doch auf jeden Fall wird die Entkriminalisierung seitens der SPD angegangen. Also was den Eigenanbau und auch generell die Entkriminalisierung angeht. Was ja eventuell dann mit einem Modellprojekt sogar möglich wäre. Also man viele Teile hat, wo man den Bundesrat überhaupt gar nicht braucht. Und somit gesehen schon mal echt positive Aussagen sind. Was für mich auf jeden Fall heißt, dass im nächsten Jahr sich endlich mal etwas verändern wird. Also wir die Legalisierung auch endlich mal spüren und sie nicht nur auf dem Papier existiert. Ich jedenfalls bin da positiv gestimmt. Doch was ihr darüber denkt, könnt ihr mich gern wie immer in Kommentarform wissen lassen. Könnt ihr euch vorstellen, schon im nächsten Jahr quasi ein Zelt mit Pflanzen bei euch zu Hause zu haben? Also mal gespannt, eure Meinung dazu zu lesen. Über alles Weitere jedenfalls, was die Legalisierung und auch die Entkriminalisierung angeht, werde ich euch dann natürlich wieder weiterhin gerne hier auf dem Kanal auf den Laufenden halten. Also lasst doch auch gerne ein Abo da, falls ihr möchtet. Vielen Dank jedenfalls schon mal dafür. Ach ja, und vergesst nicht, falls ihr nach den ganzen Sachen googeln wollt, dann checkt doch auch gerne mal meinen Sponsor ab, ExpressVPN, die nämlich eure Daten sicher verschlüsseln, also keiner etwas mitbekommen kann. Vielen Dank jedenfalls schon mal dafür. Ansonsten aber wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos schon mit neuen Informationen wieder. Bis dann!